Wünsche, Träume und Ziele realisieren. Heute stelle ich euch das Buch von Elisabeth Mecklenburg vor, in dem es genau um diese Themen geht. Wie ich das Buch fand und um was es im Einzelnen geht, das erfahrt ihr heute. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zum neuen Video. Ja, wie schon gesagt, stelle ich euch heute ein Buch vor, und zwar von Elisabeth Mecklenburg, Wünsche, Träume und Ziele realisieren. Das Ganze ist ein Ratgeber, in dem es eben genau darum geht. Es geht quasi darum, wie man verborgene Wünsche wieder ans Tageslicht holt, wie man verborgene oder unglaubwürdige Ziele erreichen kann und wie man einfach ein bisschen positiver im ganzen Alltag wird. Das Ganze sieht man auch schon am Einband. Der Einband ist sehr, sehr schön gestaltet. Das ganze Buch ist sehr schön gestaltet. Es sind unheimlich warme und familiäre Farben, wie ich finde. Ich lege das mal kurz zur Seite. Das hat mir auf jeden Fall schon beim ersten Anblick sehr, sehr gut gefallen. Ja, das Buch hat ungefähr 100 Seiten. Also es sind 100 Seiten zum Lesen. Und die letzten 10 bis 15 Seiten sind eben als kleines Notizbuch, wo man einfach persönliche Träume, Wunscherfüllungen, Notizen, sonstiges hinschreiben kann. Was ich sehr, sehr schön finde, muss ich schon mal sagen. Da hat diese Elisabeth sehr viel Mühe bei gemacht und auch wirklich sehr schön gestaltet vom Aufbau her. Das Buch ist in mehrere Kapitel unterteilt, die sich wirklich einmal mit Träumen befassen, einmal mit Zielen befassen und auch einmal mit der Erfüllung davon erfassen. Das ist wirklich alles sehr schön aufgeteilt. Die Kapitel sind nicht zu lang, sodass man einen schönen Überblick bekommt und alles zu einem Thema beieinander hat, was ich auch sehr, sehr angenehm am Lesen finde. Das heißt, man muss nicht ein großes Kapitel lesen und muss dann am Ende überlegen, was hat man am Anfang gehabt. Das hat man definitiv nicht, was ich sehr, sehr schön finde. Und was mir beim letzten Buch von der lieben Elisabeth schon aufgefallen ist, was ich sehr schätze an ihrem Schreibstil ist, es ist wirklich ehrlich. Das heißt, sie hat ihre eigenen Ansichten, sie hat ihre eigenen Meinungen, ganz klar. Aber sie begründet es immer, sag ich mal. Sie hat immer sehr schöne Beispiele mit dabei. Aber sie sagt auch immer, dass es ihre Ansicht, das ist das, wie es bei ihr funktioniert hat, das ist kein Patentrezept. Also sie sagt auch immer, jeder muss da so seinen Weg für sich finden, was ich gerade bei so einem Thema sehr, sehr schön und sehr, sehr wichtig finde vor allem. Ja, was ich auch sehr schön finde jetzt, was mir persönlich sehr schön gefallen hat, waren Sachen, wie zum Beispiel bei den Wünschen, bei den Träumen, dass sie eben ganz klar gesagt hat, als Kind hat man wahnsinnig viele Wünsche und Vorstellungen, wo man als Erwachsener sagt, ach, Kindheitsschmarrn, das machst du eh nicht. Und die liebe Elisabeth sagt eben ganz klar, doch, das kann man machen. Und wir haben uns als Kind das nicht umsonst gewünscht. Und da muss ich ihr zustimmen, ich bin auch der Meinung, dass man das immer hinbekommt, wenn man das wirklich möchte. Wie man so schön sagt, wenn man etwas wirklich will, findet man Wege, ansonsten findet man Ausreden. Und das wird in dem Buch auch sehr, sehr deutlich und gefällt mir persönlich unheimlich gut. Zusätzlich zu den eigenen Erfahrungen gibt die liebe Elisabeth auch sehr viele praktische Tipps. Zum einen gibt es am Ende vom Buch, wie gesagt, ein paar Seiten, wo man was reinschreiben kann. Seien es solche Traumtagebücher, sag ich mal. Das bedeutet nicht, dass man das, was man nachts träumt, aufschreibt, sondern wirklich, man hat sich ein Ziel gesetzt, man hat einen Traum, den man in Erfüllung haben möchte und den soll man eben aufschreiben. Man schreibt sich auf, was das für ein Traum konkret ist, warum man sich das erfüllen möchte oder ob man das, vielleicht merkt man da auch, dass man das nur macht, um für jemand anderen zu gefallen zum Beispiel. Das ist nämlich auch etwas, wo die liebe Elisabeth darauf hinweist. Manche Sachen gehen nicht in Erfüllung, weil man das nicht selber möchte, sondern weil man es für jemand anderen tut. Klassisches Beispiel bei uns Damen, wir haben 1-2 Kilo zu viel, wer kennt das nicht? Und man sagt, man möchte abnehmen oder man möchte den Körper ein bisschen definieren, was auch immer. Und da soll man sich eben selber überlegen, möchte ich das tun, weil ich jemand anderem gefallen möchte oder möchte ich das tun, weil ich mir selber gefallen möchte? Und das sind eben solche Sachen, auf die die liebe Elisabeth auch nochmal sehr gut eingeht. Also, wann mache ich etwas für mich und wann mache ich etwas für die Gesellschaft, für andere Menschen, was auch immer. Und dafür sind eben diese Traumtagebücher zum Beispiel auch da, dass man sich nochmal ganz klar bewusst wird, was möchte ich, wie möchte ich es. Und was ich auch sehr schön finde, dafür sind diese Seiten auch gedacht, es gibt manche Dinge, die sollte man einfach noch nicht erzählen, weil es zum einen noch nicht spruchreif ist oder zum anderen einfach, weil die erwachsenen Menschen sagen, ja, ist recht, setz dich mal wieder hin und spinn nur mal ein bisschen weiter. Und das kann eben unheimlich demotivierend sein. Und dafür sind halt eben zum Beispiel auch diese letzten Seiten gedacht, dass man das eben für sich aufschreiben kann, um dann der Welt zu zeigen, ha, ich hab's doch geschafft.
Ja, im Endeffekt, wie gesagt, das Gesamtpaket gefällt mir unheimlich gut. Man hat, wie gesagt, tolle Tipps von der lieben Elisabeth. Sie schreibt eigene Erfahrungen mit rein, was auf jeden Fall nochmal sehr, sehr motiviert. Und sie zeigt verschiedene Wege. Sie zeigt nicht nur ihren einen Weg, sondern sie sagt eben, bei ihr hat so funktioniert, aber man kann auch das und das und das benutzen, damit es funktioniert. Und das ist etwas, was sie unheimlich von anderen Ratgebern abhebt, meiner Meinung nach. Dass sie nicht so sagt, meint, es ist die einzige Lösung, die es auf Gottes Erde gibt, sondern sie sagt eben, das hat bei mir funktioniert, aber das und das kann auch funktionieren. Das macht dieses Buch einfach unheimlich sympathisch und unheimlich glaubwürdig, weil ich bin nicht zwingend der große Ratgeberfreund, eben weil ich dieses Stoische und dieses Sture nicht mag. Aber ja, bei der lieben Elisabeth ist das eben nicht so. Und das macht dann das Lesen unheimlich angenehm und das Lesen unheimlich, ich will nicht sagen einfach, weil es ist in dem Sinne nicht einfach, aber es macht einfach unheimlich Spaß, das Ganze zu lesen. Und auch, was ich beim Lesen festgestellt habe, man sitzt wirklich teilweise da und denkt beim Lesen schon, ja, da hat sie recht, und man merkt das einfach beim Lesen schon, durch ihre lockere und unheimlich großartige Art zu schreiben. Habe ich noch was vergessen? Ich glaube, das war so mein kurzes Feedback zu dem Buch. Wie gesagt, zeige es euch nochmal. Ja, von der lieben Elisabeth Mecklenburg. Wünsche, Träume, Ziele realisieren. Ein ganz, ganz toller Ratgeber. Kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. Wie beim letzten Buch von ihr auch, verlinke ich euch sowohl ihre Autorenseite als auch den Shop in der Infobox. Ansonsten hoffe ich, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ich habe nicht zu sehr quergeredet. Ihr seid immer hinterher gekommen, wenn ich euch was erzählt habe. Ja, so viel zu dem Buch. Dann wollte ich noch kurz eine kleine Info loswerden für alle Zuschauer. Ich werde jetzt wahrscheinlich, wenn es denn hinhaut, 2 Videos pro Woche hochladen. Und zwar läuft das Ganze dann ab dem 3. oder 4. April. Wird es quasi unter der Woche immer ein, ich sag jetzt mal, bunte Welt-Video geben. Das heißt, das sind Let's Talks zu bestimmten Themen, die mir auf der Seele liegen. Das sind Buchrezensionen zum Beispiel, die mir aktuell quasi im Schrank liegen und für mich in die unbedingt gelesen werden wollen. Oder sonstige Sachen, die einfach, oder Vlogs zum Beispiel, wie das mit dem Tattoo, das einfach was aktuell anliegt. Und Wochenends bleibt auch. Das ist dann quasi das Fan-Wochenende. Das heißt, alles, was mit meinem Fanherz zu tun hat, seien's Filme, seien's Animes, seien's Unboxings, seien's, keine Ahnung, also alles, was das Fanherz höher schlagen lässt. Auf bestimmte Tage möchte ich mich noch nicht festlegen. Das Ganze, das bunte Weltvideo, sag ich mal, wird wahrscheinlich immer Dienstag oder Mittwoch kommen. Und das Fanwochenende bleibt, das heißt, dann kommt das zweite Video Samstag oder Sonntag, je nachdem, wie ich es schaffe. Ja, das wollte ich noch kurz loswerden. Jetzt am Wochenende gibt es dann gleich 2 Videos, weil Ostern ist. Eins am Samstag, eins am Sonntag. Nee, Quatsch, gelogen. Eins am Sonntag, eins am Montag, weil Ostern ist. So rum wollte ich sagen, genau. Genau, und dann ab dem 3. oder 4. geht es dann mit dieser neuen Einteilung eben, wie gesagt, weiter. Ja, ansonsten hoffe ich, das Video hat euch gefallen. Schaut auf jeden Fall bei der lieben Elisabeth Mecklenburg vorbei. Und ja, ich wünsche euch ein traumreiches und Träume verwirklichen vollendes, keine Ahnung, noch einen schönen Tag. Realisiert eure Träume, erfüllt eure Wünsche und bleibt, wie ihr seid. Bis zum Wochenende. Macht's gut, tschüss!